Willkommen zurück zur Karriere mit Werder Bremen. Drobny und Harrowitsch haben ihre Verträge verlängert. Das ist schon mal gut. Das haben wir in der letzten Folge ja angestoßen. Und wir nähern uns auf jeden Fall jetzt der Winterpause. Was gleichbedeutend ist auch mit den Transfers, die jetzt anstehen. Und wir haben wieder drei Nachrichten. Ja, wunderschön. Also auch Theo und Fritzi verlängern ihre Verträge. Das ist schon mal gut. Beziehungsweise Theo Gebrselassie wollte ja auch nur mehr Kohle haben. Und er ist ein wichtiger Spieler. Und da gibt man auch gerne dann mal ein paar mehr Scheine, damit er einfach auch glücklich ist. Wir trainieren mal unsere Youngstars. Wo ich jetzt mal gucke, ob wir da was ändern. Ich glaube, die müssen jetzt einfach mal was anderes machen. Ich glaube, ich habe das falsch gemacht, dass ich den ganz, ganz jungen Leuten auch zu schwierige Sachen gegeben habe. Ich glaube, ich muss denen einfach auch mal erstmal mit leichten Sessions irgendwie so einen kleinen Einstieg dann geben. Die sind 15 und können jetzt auch noch nicht das können, auch wenn sie ein super Talent sind, wie ein Standardspieler. Wir fangen da erstmal mal so mit den leichten Sachen an oder Mittel und gucken mal, ob das irgendwo denen einfacher fällt, weil die haben ja in den letzten Trainingssessions immer mehr so mies und übel und nicht so gut gehabt. Und wir wollen sie auch nicht verheizen, das heißt, wir wollen sie ja langsam aufbauen. Die sind ja auch erst 15, 16 und so weiter. Und da müssen wir einfach ein bisschen auch Zeit und Geduld investieren, damit wir sie auch gut letztendlich dann pushen. Sven Wolf, der ist allerdings schon ein bisschen älter. Der kriegt trotzdem auch mal was Leichtes. So, und dann haben wir noch Brandt. Bei ihm hier, da, der kriegt schon, ja, die anderen sind alle noch, weiß ich auch nicht. Wir nehmen mal Richter, irgendwas was Sinniges. So, ich denke mal, jetzt haben wir sie. Richter kriegt zweimal Training. Mal schauen, ob das was bringt. Mal gucken. Der zweite und der letzte. D und B. Naja, okay. Reibt sich sogar. Ansonsten aber A, Bs und ein A und noch ein B. Also eigentlich ganz gut. Kann ich mich nicht beschweren. Wollen wir auch mal nicht machen. Wie gesagt, sind noch unsere Youngsters. Die dürfen zwar alles geben. Ah, hier siehst du Grilic. Ich möchte diesen Verein verlassen. Ich, als hätte ich es geahnt, und für mich ist er eh dann letztendlich ja immer irgendwie auf der Kippe gewesen und dieses ganze Hin und Her. Naja, also tut mir leid. Zuletzt habe ich aber auch gar nicht mehr großartig mit ihm letztendlich gerechnet und geplant. Also dann soll er auch den Verein einfach verlassen. Dann, Junge, geh. Geh, wenn du nicht hierbleiben willst. Kann man ja auch verstehen. Ich meine, er ist 21 Jahre, darum ist er. Vielleicht kriegen wir da noch gutes Geld rein, das brauchen wir vielleicht auch für unsere Transfers, wenn ich jetzt an Augustinsson denke, und wir müssen auch noch einen Stürmer kriegen. Mal schauen. Was haben wir denn jetzt hier noch alles am Start? Ja. Okay, Grilic will uns also verlassen. Ist ja so ein bisschen auch wie im Real Life, da ist die Personalie Florian Grilic auch immer noch so ein bisschen letztendlich auf der Kippe. Auch da hält er sich noch relativ zurück, was jetzt eine Vertragsverlängerung etc. angeht. Wir gucken mal jetzt hier bei den Stürmern. Wir müssen ja einen Stürmer verpflichten, ob es da irgendwas gibt, was wir upgraben können aus der Bundesliga. Wobei die ich da sehe, die werden alle auch irgendwo zu teuer sein. Duckfuß. Auch ein cooler Name, ne? Duckfuß. Vielleicht wird er auch anders ausgesprochen wie Dafu. Dajvus. Dajvus. Wissen wir nicht. Okay, hier sehen wir jetzt nicht so viel. Timo Werner ist natürlich schon ein Kandidat, aber zu teuer. Der wird bestimmt seine Millionen halt kosten. Ansonsten, I don't know. So, was haben wir denn hier? Was haben denn unsere Scouts so Schönes gebracht? So, er sollte nicht zu alt sein. Zarate. Kramaric. Boah, hat das gewisse etwas. Hat auch echt gute Werte, so wie es aussieht. Ich glaube, da können wir mal eine Anfrage starten. Ryder. Benzia. Okay. Benzia von Lille. Ich glaube, den hatte ich auch schon mal in anderen Karrieren. Also, ist ja eigentlich in jeder FIFA-Serie ist der irgendwo ein Talent. Ginchek. Boah,
den mal. Den scoute ich auf jeden Fall auch. Wenn es einer von den beiden wird, das wäre relativ nice. Was haben wir denn hier noch auf der Wunschliste? Paslak, Max Augustinsson. So, da habe ich angefragt jetzt. Ich wollte hier ein Angebot machen. Stimmt, ja, Benzia. Ja, also wie gesagt, Yassin Benzia hatte ich in FIFA 14, 15, 16. Habe ich den auch immer genommen. Da galt er immer so als das riesige Talent und war auch wirklich immer hammergeil. Und wieso nicht? Warum können wir es nicht einfach mal probieren? Es kommen hier auf jeden Fall jetzt die Nachrichten rein. So, wir gucken uns mal die Youngsters an. 50 schwach. 43. Ich glaube, wir müssen dann auch irgendwann mal anfangen auszusieben. Gerade so diese Wert 70.000er, die bin ich so das Vertrauen mit. So, Kmaric, 20,5 Millionen, forget about it. 6 Millionen für Augustinsson hatten wir und Transfermarkt ist jetzt geöffnet. Dann machen wir mal. Was haben wir denn hier? Können wir da irgendeinen verkaufen? Das hier. Ich weiß nicht. Wiedwald könnten wir natürlich probieren. Gucken wir mal, ob das was bringt. Wiedwald und noch eine Million drauf für den FC Kopenhagen. Kann ja klappen, wobei, wenn letztendlich FC Kopenhagen jetzt einen Linksverteidiger abgibt und wir bieten als Tauschen einen Torwart. Weiß ich nicht. Die brauchen eher jemanden auf der Position. Was haben wir da oben? Branimir Kalajka. Guck ich mir auch gleich mal an. Wir machen nochmal eben hier Training. Vielleicht klappt es jetzt besser. CCCAB. Ne? Insgesamt aber ganz gut. Geht ja schon mal in die richtige Richtung. Da oben, Branimir Kalajka. Zeigt großes Potenzial. 1,95 für einen Innenverteidiger. Ist natürlich geil. Den scouten wir mal und vielleicht mal hier auch mal eine Anfrage. Wir sind zwar jetzt auf der Innenverteidigerposition sehr, sehr gut besetzt. Haben da letztendlich aber vielleicht auch noch Platz für ein tolles Talent. Warum nicht? Warum einfach nicht? Wir können mal gucken. Weil Sané und Moisander sind ja auch nicht mehr die Jüngsten. Und vielleicht kriegen wir jetzt Spieler, die jetzt relativ günstig zu haben sind. Cornelius. Gucke ich jetzt sehr, sehr, sehr gerne. Beim FC Kopenhagen. Wo war das? Christoffersen. Können wir ja vielleicht auch mal scouten. 19 Jahre, 1,95. Das kann natürlich gerade für Kopfbälle ganz, ganz toll sein. Pajlovic. Tutu. Pavlovic können wir uns auch mal angucken. Der sah ein bisschen ätzend aus. Benjamin Verbic. Da machen wir nichts. Da machen wir jetzt einfach mal nichts. So. Wir gehen mal ein Stückchen weiter. Mal gucken, was wir hier für Angebote kriegen. Oha, 5 E-Mails. Grilic ein Angebot, Johansen ein Angebot. So, für 3,2 Millionen. Da will ich aber zumindest mal meine 4 haben. Dann kann er von mir aus zu den Kölnern gehen. So, 6 Millionen für den FC Augsburg. Zwischen 7,4 und 9,5. Also eigentlich könnten wir da deutlich mehr rausschlagen. Ich zögere auch erstmal. Benzia, 7 Millionen. Ginchek, 20,5. Schönen guten Dank. Kalajka, 2,5. Das geht ja so noch. Machen wir. Gmaric, 20,5. Augustinsson, 6 hatten wir schon. Okay. Kalajka. Hat gerade einen 5-Jahres-Vertrag. Wenn der so wenig Gehalt hat, 5-Jahres-Vertrag. Weiß ich nicht. Ich kann ihn schlecht einschätzen. Vielleicht kann ich den tauschen. Aber gegen wen? Gegen das hier? Nein.
Was machen wir denn da mal? Vielleicht mache ich sonst auch erstmal eine Laie. Das kann ich mir auch noch überlegen. So, Benzia, 7 Millionen wollen sie haben. Wir bieten mal erstmal 4 Millionen. Wir versuchen uns mal zu beschnuppern. Okay. So, und irgendwo konnte man doch hier auch das Budget einstellen, oder? War das nicht irgendwo? Gab es da nicht immer irgendwie so einen Button unten, Budget zuordnen? Irgendwo bei Transfers. Scout-Aufträge, Verkaufen, Behandlung. Hä? Finanzen? Transaktionen, Einnahmen, Ausgaben. Alles rote Zahlen, nicht so gut. Wo war das denn jetzt? Wie ist denn jetzt bescheuert? Ihr wisst das bestimmt, ne? Wo das zu finden ist. Aber ich stelle mich gerade ein bisschen an. Gucken wir mal die Ziele an. War das da irgendwo? Ist doch irgendwas mit dem Vorstand. Dass man hier so eine Finanzspritze sich anfordern kann. Sowas suche ich. Wo war das denn jetzt? Verdammt nochmal. Achso, das wird wahrscheinlich hier eine Folge werden, die kein Spiel ist, sondern mehr so den Transfermarkt und das Ganze drumherum letztendlich dann umfassen wird. Da ist es auch nicht. Gottes Willen, wo ist das denn? Einstellung? Nein. Das habe ich mir jetzt sicherlich alles schon mal angeguckt. Das ist auf jeden Fall jetzt unglaublich professionell. Hier ist auch nicht. Verdammt. Wir gehen erstmal weiter. So, was haben wir hier? Trainerposten wollen wir nicht. Johansson. 7 Millionen. Das kommt dem ja schon nah. Ich will ihn ja eigentlich verkaufen. Ja, der zwar im letzten Spiel hat er letztendlich zwar einen Doppelpack gemacht, aber ich warte mal noch. Christoffersen will nicht wechseln. Sie haben feste Vorstellung von 7 Millionen. So, wir gehen noch mal ein Stück weiter. So, Transferüberblick. Verdammt, mich nervt das jetzt, dass ich das mit diesem scheiß Budget nicht rausfinde. Ich stehe doch überall Budget. Ausgaben, Transaktion. Ach, Stupido, da ist es doch. So, jetzt holen wir uns mal ein bisschen Knete, dass wir hier was machen können. Machen wir mal 80-20. Ja, das finde ich gut. Dann haben wir auf jeden Fall ein bisschen Kohle. Nein. Da haben wir auf jeden Fall ein bisschen Kohle, um jetzt unsere Transfers auch zu stemmen, die wir da vorhaben. Transferangebot, Johansson. Eggestein will mehr Gehalt. Okay, Grillitsch möchte den Verein verlassen. Ich hab's ja kapiert, Alter. Ich hab's ja kapiert. Du bist auch schon mit den Kölnern im Dialog, oder nicht? Inakzeptabel. 3,5 Millionen. Oh. Dann haben wir zwar jetzt nicht die Chance, dass wir für Wiedwald jetzt noch irgendwie Geld rausholen können, aber wenn Augustinsson kommt, dann soll mir das recht sein. Wir sparen auf jeden Fall dann ja noch ein paar Millionchen. So, wir gucken aber nochmal wegen den Stürmern. Was haben wir denn hier?
Nein, da wollte ich gar nicht hin. Schick. Wen haben wir denn hier noch? Schick. Sampdoria Genua. Zeigt großes Potenzial. Wir fragen mal an, was der kostet. Victor Andrade. Das war auch irgendwie ein Heimat. Oh, der ist verliehen. Okay. Haben wir hier Mondi. Aldo Kalulu. Oh, uiuiui. Aldo Kalulu. Den fragen wir mal an. Mondi. Den habe ich, glaube ich, auch in einem anderen Spiel mal gehabt. Alexander Mondi. Majoral. Ah, verliehen. Ansonsten guckt euch geile Werte an, also absolut. Auch ein interessanter Spieler. Laia Iseka. Aaron Laia Iseka. Ah, verliehen, okay. Driussi. Kürzlich gekommen, dann kriegen wir wieder. Oh, hat ja geile Werte, guckt ihr es mal an. Grüner geht's da nicht. Oh, für 1,8 Millionen haben die sich den gekauft. Stefaniak. Belotti, Jean-Kevin Augustin, zeigt großes Potenzial. Wir gehen, glaube ich, erst noch mal ein Stückchen weiter, glaube ich. Wir suchen noch mal. So, wir gucken mal, was es denn so für Angreifer gibt. Abdellaoue. Auch ein ehemaliger Bundesligaspieler. Wie gesagt, wir haben als Ziel, wir müssen uns für den Sturm Verpflichtungen letztendlich ranholen. Aubameyang können wir kaufen. Unbezahlbar. Veron Berisha gegen Fürth. Emil Berggren. Auch erst gerade gekommen. Bobadilla. Brandy, Dunjaku, Caicedo, Kyung-Rok Choi, Duckfuss, Di Santo. Di Santo nochmal wiederholen, das wär's. Drusun hat das gewisse etwas. Auch ein ehemaliger Werder-Spieler, 1,93. Können wir mal gucken. Marvin Ducksch, Bart Finne, Ginchek. Füllkrug, auch ein ehemaliger Werder-Spieler. Pilsner. Ioa Jatta. Das ist dieser Flüchtling, glaube ich, ne? Den sich die Hamburger geholt haben. Bakary Jacka. Tim Kleindienst. Kemaric. Lecky. Lex. Lorenzen haben wir gerade verkauft. Alex Meyer, 33 Jahre. Anthony Modest. Thomas Müller. Maximilian Philipp. Tja, was machen wir denn mal? Gucken wir hier nochmal. Ne, hier war es falsch, ne? Ich möchte ja lieber mehrere Eisen im Feuer haben, aber wir haben da auch so viele Anfragen jetzt schon gestartet. Dann gehe ich, glaube ich, lieber nochmal weiter. Transferangebot für Aaron Johansson. Okay, Benzia ist mehr wert. Sechs Millionen. Wie sieht's aus mit 6 Millionen? Kommt der für 6? Wir haben jetzt ja ein bisschen unser Budget hochgeschraubt. Also ich hätte ja schon gerne Benzia, würde ich ja sagen. Kann ich mir gut vorstellen. So, wir gucken noch mal eben in die Verträge rein. Der Eggestein wollte ja mehr Knete. Boah, du willst 600 Euro mehr Geld? 800.
Naja, ausnahmsweise. So, es kommen wieder Nachrichten rein. Angebot zurückgezogen. Schick, will nicht. Kalulu 3,3. Antisanto 10,5. Nee, forget about it. Kalulu. Wäre das einer? Aldo Kalulu. 20 Jahre vom Gehalt. Gute Werte, absolut. Hat er irgendwelche Specials? Flitzer und Akrobat. Das ist natürlich nicht schlecht, wenn du da nochmal so einen Flitzer hast, den du da nochmal bringen kannst. Sowas fehlt uns im Grunde noch. Ich biete mal 2,7. Ja, das wäre natürlich schon was. Chelsea verhandelt mit Dortmund über Aubameyang-Wechsel. Augustinsson eine 73. Das ist natürlich schon nicht schlecht. So, was haben wir hier? Grilic. Ah, Grilic wird gehen. Grilic wohl Richtung Köln. Finde ich in Ordnung. Dann hätten wir quasi seinen Wert 1 zu 1 wiederbekommen. Oh, Benzia willkommen für 6 Millionen. Und auch Eggestein verlängert seinen Vertrag. Aber geil. So, Jacin. Dann werden wir mal gucken. Du willst natürlich ordentlich Knete haben. Aber ich hoffe, das bist du auch mal wert. Wir brauchen da neben Max Kruse auf jeden Fall einen Knipser. Und ich habe die Befürchtung oder die Hoffnung, dass Benzia es sein könnte. So, unsere Youngsters dürfen nochmal schwitzen. F, B, D, B, C. Falke, das haut mich jetzt nicht so um, was du da bringst. So, was können wir jetzt hier noch loswerden? Guck dir mal, wie viele Spieler wir hier verliehen haben. T. Money. Johansen. Eggestein. Irgend noch einen, dass er verliehen wird? Ja. Ich glaube, ja, macht jetzt keiner. Ich glaube, ich würde es trotzdem mal probieren. Ich glaube, die werden ja, wenn dann jetzt eher nur so eine Kurzleihe machen, also für die restliche Saison. Und dann versuchen wir es mal. Mitten im Jahr. Vielleicht hilft das noch unseren Talenten weiter, weil ich sag mal, gerade wenn wir uns jetzt auch noch Benzia und oder auch noch Kalulu, nee, Kalulu, doch Kalulu holen, dann haben wir ja ein Überangebot an Stürmern und Kopenhagen, geil. Und auch Kalulu. Oh Mann. Also Wiedwald wird wohl wechseln, wenn das hier klappt. Dafür bekommen wir dann etwas vergünstigt Ludwig Augustinsson und Kalulu eventuell auch noch jemand für 2,7 Millionen. Ist eigentlich 3,3 wert. Vom Gehalt her in Ordnung. 4 Jahre. Probieren wir es mal. Da holen wir uns auf jeden Fall Qualität letztendlich noch immer ins Team und das ist ja ganz wichtig. Wie gesagt, obwohl wir die treffsicherste Mannschaft sind in der Bundesliga, man muss ein bisschen weiterdenken. Wenn wir jetzt auch noch in der nächsten Saison Champions League und alles spielen, dann brauchen wir auf jeden Fall immer eine gute Truppe. So, Garcia-Angebot und Grilic ist weg. Benzia hat akzeptiert, haben wir geil. Oh. Toulouse. Steigt jetzt auch bei Augustinsson ein. So. Benzia. Heben wir dein Gehalt so ein bisschen an. So immer 10% mehr als das, was er will. Dafür habe ich die Erfahrung gemacht, wollte er ja nicht unbedingt seine Rolle wissen. Das wäre eigentlich ganz gut. Und hier müssen wir, glaube ich, noch was machen. Ich glaube, da müssen wir Augustinsson noch ein bisschen mehr Geld in Rachen schmeißen. Aktuell hat er 16,5, wir haben 25 angeboten. Ich glaube, da müssen wir was mehr machen. I have bad feelings, was das angeht. Machen wir mal 28.
Ja, in Hoffnung, dass das so hinhaut. Ich will den unbedingt haben. Ich will den unbedingt haben, echt. Okay. Gott sei Dank ist Grillic weg, tut mir leid, aber der Unruheherd ist auf jeden Fall jetzt weg. Wir gucken. Scouting Update. Irgendwas Schönes dabei. Ich gucke mal aufs Potenzial. 70, 86. 70, 90. 70. Gucke ich mal. Oh, 71, 94. Der ist gut. 69, 94. 250.000. Ein paar gute Talente auf jeden Fall dabei. 68, 92. 325.000. Oh, geil. Und der hier. 50.000. 70. Also wenn die nicht eh schon so einen Wert haben von über 70.000, dann benutze ich die nicht. Kalulu, willkommen! Kalulu kommt. Kalulu ist da. Wir haben unseren kleinen Akrobatenflitzer. Sehr, sehr schön. Haben wir auf jeden Fall schon mal einen Spieler letztendlich dann geholt. Garcia und Johansson. So, dann gucken wir uns das mal an. Was haben wir? Pavlovic. Auch Augustinsson akzeptiert. Hammer geil. Wir sind weitweitlos und dafür kriegen wir unseren Wunschspieler Augustinsson. Herzlich willkommen in Bremen. Ludwig Augustinsson. Da werden wir viel Freude dran haben. Und auch ganz interessant zu sehen, weil wer denn ihn ja auch kauft. Andrija Pavlovic. Ah, der hat nur eine 64. Ne, dann will ich den nicht haben. So, Johansson. Augustinsson ist da. Okay, okay, okay. So, was haben wir denn? Weide. Kalaika. Benzia hat akzeptiert. Benzia kommt. So, wenn Benzia da ist, dann können wir uns auch jetzt von Johansson letztendlich dann trennen. Dann habe ich auf jeden Fall auch da meinen Wunschspieler bekommen. Kalaika hat eine 68. Ihn erstmal ausleihen. Also wird er viel Spielzeit bekommen? Ich weiß es nicht. Wir können ihn ja mal ausleihen. Und dann mal gucken, ob wir ihn dann für 2 Millionen... 2,2 Millionen, ob wir ihn dann vielleicht kriegen. Das wäre noch nicht schlecht. Dann können wir immer noch am Ende der Saison sagen, okay, war nett, dass er hier war, aber dann soll er dann auch... wir werden wir unsere Kaufoptionen nicht ziehen. So, ich glaube, das kann ich mir gut vorstellen. Machen wir zwar ein bisschen Verlust, weil wir hatten auch schon höhere Angebote, aber Aaron Johansson beim PSV Eindhoven, er war ja, kommt ja aus der Liga. Oh, Luzern will Garcia ausleihen. Das machen wir doch, oder? Ich würde sagen, das machen wir. Ja, wir machen das. Adieu, mon ami, du bist weg. Also Johansson zurück in die niederländische erste Liga. Ich denke mal, da wird er glücklich werden. Hoffe ich jetzt einfach mal, dass das auch soweit klappt. Erhöhtes Angebot. Spieler verkauft. Johansson ist weg. Johansson ist weg. Okay, war nett und ich bin froh, dass er noch beim guten Verein untergekommen ist und nicht in der Bundesliga, das ist auch gut. Was haben wir hier? Slowenien. Wir werden erstmal hier unsere Mannschaft mal loben für die letzten tollen Spiele. Und dann ist bald Matchday gegen Borussia Dortmund. So, die Youngsters treiben wir nochmal über den Platz. Oh, zweimal F. Scheißendreck. Dafür die anderen eigentlich solide mit dem B. Da müssen wir auf jeden Fall dann auch demnächst was ändern. Und, was ich jetzt mal ändern werde, ist, wir haben jetzt ja Augustinsson und Bappe. Wir werden jetzt mal unseren Kader jetzt mal ändern. So. Dass wir hier mal eine feste Aufstellung haben.
Und ich nicht immer hier wieder den Garcia da ändern muss. So, Pizarro, tut mir leid, du bist halt raus. Dafür kommt Benzia. Mané geht weg. Dafür kommt Kalulu. Kalulu, finde ich irgendwie cool den Namen. So, Kainz sollte auf jeden Fall dabei sein. Dann haben wir, glaube ich, für jede Position entsprechend den Spieler. Ja, ich mache mal Hajrović als feste Größe auf der rechten Seite. Aber Gnabry soll auf jeden Fall mit für Bartels. Und ansonsten wäre das so die Mannschaft, mit der ich, glaube ich, arbeiten würde. Und es steht ein schweres Spiel an gegen halt auch Dortmund. Das wird nicht einfach. Wir simulieren mal ein bisschen. Leihangebot. Das geht um Kalajka. Gucken. Ah, okay. Prüfen wir unser Angebot. Mal schauen. Wenn es klappt, dann klappt es. Wenn nicht, dann halt nicht. Wir haben ja sonst in der Innenverteidigung gute Talente. So, drei Nachrichten. Oh, cool. Wir können Kalajka auf jeden Fall nehmen. Das machen wir auch. Sehr schön. Da müssen wir ja sowieso dann letztendlich auch noch mit ihm einen Vertrag aushandeln. Ja, der ist crap. Nö, oh nö. Ich glaube, ich bin soweit. Gnabry, Mensch, ich habe gerade aus der Aufstellung genommen, er will wieder spielen. Wir werden auf jeden Fall in der nächsten Folge das Spiel gegen Dortmund machen. Hier ist erstmal Schluss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.